stellvertretender Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherversprechung der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Mittwoch. Nicht ins Gesicht. Ich filme die auf die Schulter. Bitte? Ich filme die nur auf die Schulter. Da darfst du mal höchstens drauf klopfen und selbst das möchte ich nicht. Na, Männer? Er immer mit seinen Männern. Hallo, Sascha. Ich habe mir mal überlegt, warum ich beim letzten Mal so allergisch reagiert habe. Das ist so das einzige Mal, wo ich so angesprochen wurde, ist bei der Bundeswehr gewesen. Da war Thilo ja auch. Wie fandst du denn den Montag? Ja, genau. Ach so. Ich dachte, wir sind schon bei der Rec-PK. Ja, genau. Rec-PK, ja, genau. Ja, nee, Montagabend. Basecamp. War Kino sehr und sehr Film. Unterhaltsam. Aha. Also, ist aber jetzt auch noch nicht online. Also daher. Ja, aber soll ja in Kürze passieren, glaube ich. Ja, dann reden wir dann darüber. Oder? Also, ist ja jetzt fürs Publikum, für Außenstehende. Naja, der ein oder andere wird ja vielleicht da gewesen. Also an die, die da waren, danke, dass ihr da wart. Mir hat es Spaß gemacht und den anderen Beteiligten so richtig auch wenn es kein Nachmittag war. Und ganz herzlichen Dank für die, die sich fest vorgenommen haben, einen Spendenbeitrag zu leisten. Wir haben ja dieses Mal Kosten gehabt, die noch nicht abgedeckt sind. Also wer sich daran beteiligen möchte, sehr gerne. So, und nun? Rec-PK. Also Thilo, ich weise dich als Produzenten dieses Formats nochmal darauf hin, dass das, worüber er geredet hat, gerade nicht online ist. Ne? Also vielleicht sollten wir das nochmal machen, wenn es online ist. Machen wir dann nochmal. Doppelt helfen. Ja. Steht da, Tropfen hüllt die Leber. Also heute war Regierungspressekonferenz, ja genau. Also kleine Anspielung auf darauf, dass Steffen nicht da war, sondern Ulrike Demmer. Es ist Mittwoch, deswegen wurde aus dem Kabinett berichtet, dass die Militäreinsätze verlängert wurden. Mehrere. Mhm. Südsudan, Darfur, Mittelmeer und Afghanistan. Ja. Da gab es dann, also zu Sudan gab es keine Fragen. Da war wahrscheinlich die Ausführung, dass es da um die Vorbereitung der Rückkehr von Geflüchteten geht, ausreichend genug. Dann gab es einen kurzen Anranzer an alle anderen EU-Mitgliedstaaten, dass sie nicht in Darfur dabei sind. Also zumindest hat die Bundesregierung sehr stark betont, dass sie die einzigen Europäer sind dort. Ja. Dann wurde es ein bisschen absurd, denn bei Sea Guardian, also der Mittelmeer-Bundeswehreinsatz zur Schlepperbekämpfung, Schlepperverbrecherbekämpfung. Eben nicht. Antiterror. Das, was du meinst, war Sophia. Ah, so, ja, genau. Das da, wo keine Fregatten mehr fahren. So ist es. Und Sea Guardian ist eine andere Operation, wo es darum geht, Terrorismus und Waffenschmuggel. Den maritimen Terror. Ja, zu unterbinden. Da konnte allerdings niemand auf der Regierungsbank irgendwie erklären, also manche konnten es nicht mal richtig aussprechen, andere konnten es nicht erklären oder ich konnte zur Exegese des Begriffs leider nichts beitragen. Mhm. Ja, also, dass man nichts weiß, kann man ja natürlich auch schlau sagen. Aber auf jeden Fall, am Ende kam irgendwas mit, die libyschen Häfen sind unsicher oder so und deswegen, also gut. Ich weiß nicht, beim nächsten Mittelmeerurlaub muss ich jetzt anfangen, wenn es maritimen Terror gibt. Das Tolle ist ja, es wurde dann gefragt,
gibt es denn Beispiel dafür für erfolgreiche Terrorbekämpfung, also zum Beispiel Festnahme von Waffenschmugglern und so? Dazu konnte konkret nichts gesagt werden. Allerdings war dann die schöne Erklärung, aus dieser Tatsache, das sollte ja auch alles eine abschreckende Wirkung haben. Und dann bedeutet ja, wenn man niemanden festgenommen hat, wenn kein Verbrecher dingfest geworden gemacht werden konnte, ist das die beste Erfolgsbilanz, weil dann hat die Abschreckung ja funktioniert. Ja, und das ist wie so dieser Kindergartenwitz, wo irgendjemand die ganze Zeit klatscht und dann wird er gefragt, warum klatscht die ganze Zeit? Ja. Ich vertreibe die Elefanten, hier gibt es doch keine Elefanten. Siehst du? Es wirkt. Ja, genau, das ist das. Ja. Gut, dann ging es ziemlich lange um Afghanistan. Mhm. Also ich fand die Länge auch der Absurdität entsprechend. Ja. Es gibt keine konkreten Planungen für einen US-Truppenabzug. Mhm. Das ist die Hauptmessage zur Verlängerung unseres Einsatzes. Dann wurde allerdings irgendwas von greifbaren Verbesserungen geredet. Beziehungsweise wurde danach gefragt. Naja, aber nur weil davon berichtet wurde quasi. Es wurde berichtet von greifbaren Verbesserungen. Mhm. Dann wurde gefragt, was diese das war ein Versprecher. Ja. Aber kein Freudscher. Nö. Aber auf jeden Fall sollte die Bundeswehr ihren Claim in we.bring.the.light. ändern. Mhm. Ja, sie haben ja im Moment wir.dienen.deutschland. Mhm. Ja, aber diese greifbare Verbesserung ist, dass es da jetzt Licht gibt oder so, das, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, in Mazar el-Sharif, wo sie ihre Infrastruktur gebaut haben. Darum gibt es da Licht. Ja. Es wäre so schön, wenn man vor der Kamera wäre, ne, und noch was dazu einbringen könnte. Was hast du gefragt, Hans? Ich habe gefragt, ob es wahr ist, dass es einen internen Bericht, der zwischen Verteidigungsaußenministerium und Kanzleramt ausgearbeitet wurde, gibt, der zu dem Ergebnis kommt, sozusagen eine Warnung an Donald Trump, dass ein schneller Truppenabzug, den er ja angeblich vorhat, dass der in Wahrheit eher kontraproduktiv wäre. Ob das so stimmt, dass das die Position der Bundesregierung ist, das wurde dann durch Nicht-Dementi im Grunde bestätigt. Und der Bericht, der ja eigentlich erstmal intern war und für den Bundestag, der soll jetzt aber allgemein öffentlich zugänglich gemacht werden. Könnt ihr dann auch lesen. Sehr unterhaltsam fand ich auch noch einen journalistischen Beitrag, dem fast der Kopf geplatzt ist, als er erfahren hat, dass man mit den Taliban redet. Ja, also, es geht ja noch weiter. Nicht nur redet, sondern dass die ja möglicherweise dann auch in die Regierung kommen. Ja, richtig. Und daraus hat er was abgeleitet als Frage? Das weiß ich nicht. Er hat gesagt, die Bundeswehr bildet ja hier Soldaten aus für die afghanische Armee. Wenn diese Soldaten einer Regierung unterstellt werden in Afghanistan, der Taliban angehören, dann bilden sie ja eigentlich Militär fürs Taliban aus. Ist das noch mit den westlichen Werten vereinbar? Naja, die Frage, wenn sie eigentlich hier Militär fürs Taliban ausbilden. Doch, das war die Frage. Ja, die ursprüngliche Frage war aber, ob das nicht die Soldaten absurd finden könnten quasi. Ne? Also ob das mit den Soldaten quasi, dass die Soldaten das nicht verstehen. Mhm. Das war die ursprüngliche Frage. Das hat er dann nur später noch, weil er dann keine Antwort drauf bekommen hat, noch mit den höheren Werten dann versucht, noch mal eine Antwort zu bekommen. Aber vielleicht die Soldaten finden das absurd, aber solange sie Kriegseinsätze nicht absurd finden, Klappe zu und weitermachen, ja? Das ist der Job. Ich habe das Gefühl, dass die Bundesregierung mittlerweile die einzige Regierung ist, die noch in Afghanistan bleiben will. Dann ging es weiter, Menschenrechtsbericht im Kabinett. Mhm. Dann ging es weiter, Bericht zur UN-Kinderrechtskonvention. Und da gibt es den Plan, den auch demnächst in kindergerechter Sprache herauszubringen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ich mich schon ganz speziell drauf. Du meinst, damit wir ihn dann auch endlich verstehen? Ja, ich habe das jetzt nur auf mich bezogen, aber du kannst dich da gerne mit angesprochen fühlen. Ja, tue ich.
Danach ging es um die Verfassungstreue von Beamten. Mhm. Da wird aktuell im BMI geprüft, ab wann die denn aufhört, wann die beginnt, mhm. wann zu viel und wann zu wenig ist. Mhm. Und Achtung, es geht hierbei nicht um die Zugehörigkeit vom Minister zur CSU. Mhm. Ja. Dann ging es weiter mit deutschen Korrespondenten in der Türkei. Da gibt es ein bisschen Probleme. Allerdings scheinen die eher administrativer als politischer ja. Art zu sein. Es ist schon selten, wenn quasi ARD-Kollegen für sich in der BBK fragen, ne? Und das nicht. Ja, du, betroffene Journalismus kennen wir ja. Machst du nie. Nee, doch. Ich ja, auch. Wir, ach nee, doch. Wir machen das, aber wir sind von Klimawandel und von. Aber die ARD-Kollegen haben das ja meistens, habe ich immer auf den Nägel, nicht nötig, die machen das dann. Ja, nun lass sie doch, Tilo. Okay, und ansonsten halt deine Fresse in die Kamera, wenn du jemanden blamen willst. Ja. Wunderbar. Na doch, ich finde es gut, dass du das machst. Ich nur Frage. Ich wollte nur mal eine Frage stellen. Mhm. Wo waren wir denn jetzt? Beim Breitbandausbau, da ist der Mittelabruf etwas gering. Ja. Und es wird sich Sorgen gemacht, ob denn der Breitbandausbau auch vorankommt. Mhm. Die Bürger machen sich Sorgen, wann die Bagger rollen. Aber die Mittel sind alle gebunden, aber die Bagger rollen nicht. Mhm. Also mir ist am Ende dann nur wichtig, ob ich einen Breitbandanschluss habe oder nicht. Mhm. Ja? Woran es dann lag, wird den Bürger wahrscheinlich nicht mehr interessieren bei der nächsten Wahl. Dann ging es weiter mit Saudi-Arabien. Da hat jetzt die EU-Kommission für Geldwäsche und Terrorfinanzierung festgestellt, dass es ein Hochrisikoland ist. Völlig überraschend. Völlig überraschend. Im Jahr 2019. Ja. Immerhin. Ja. Da war ich jetzt allerdings, habe ich auch nicht ganz durchgeblickt, ob die, also einerseits begrüßt die Bundesregierung das, aber begrüßen heißt ja auch erstmal nichts, und kritisiert aber, dass die Kriterien, wie man auf dieser Liste landet, etwas intransparent sind. Hm. Wenn Sie das begrüßen, gibt es da auch Begrüßungsgeld? Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Begrüßungsschwarzgeld. Genau. Dann ging es weiter mit Venezuela. Mhm. Da hat der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag mal wieder die Position der Regierung infrage gestellt, indem er nämlich bezweifelt hat, ob denn die Anerkennung des Nicht-Maduros völkerrechtlich tragbar ist. Mhm. Sagt der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag. Machen wir ein dickes Fragezeichen dahinter. Daraufhin sagt die Regierung, das ist ja der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag, nicht von der Regierung. Ja? Ja, wir so haben andere Wissenschaftler. Du, die, dumm. Weitergeht. Was hast du da noch gefragt? Was hast du erfahren, Hans? Naja, das, was ich vorher schon vermutet hatte, dass das Außenministerium, das ging so, sagt, ja, wir teilen da nicht die Auffassung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Die haben ihre rechtliche Auffassung, wir haben unsere. Und wir kommentieren ja nicht, was der Bundestag da macht, sondern wir haben unsere eigene Auffassung. Das hätte ich mir vorher gedacht, dass Sie das so sagen werden. Und deswegen habe ich es aber eben gefragt. Und dann haben Sie es auch so gesagt. Es gab ja aber auch, das war ja der. Es ist bei dem, was du gesagt hast, das Licht ausgegangen. Sonst geht das Licht an, wenn man das erklärt. Ja, aber es gab ja auch eindeutige Aussagen in dem Gutachten. Ja. Dazu haben wir auch gefragt, was kam daraus? Ja, das war die Aussage. Das sind halt eindeutige Aussagen aus einem Gutachten, was nicht von uns erstellt wurde. So ist es. Das waren die Aussagen, dazu hattest du ja auch gefragt, dass Drohungen mit Militäreinsätzen, also mit Gewalteinsätzen von außen und erst recht Drohungen, Politiker in Foltergefängnisse zu bringen, dass die eindeutig völkerrechtswidrig seien. Also da hat im Grunde der wissenschaftliche Dienst des Bundestages nichts zu den Handlungen der Bundesregierung gesagt, sondern ohne den Namen Trump zu erwähnen, aber genau ihn und Bolton gemeint. Mhm. Das wollte aber wiederum das Außenministerium auch nicht kommentieren, weil es ist ja der wissenschaftliche Dienst des Bundestages und sie würden auch nicht die Handlungen von Vertretern der US-Regierung in diesem Zusammenhang kommentieren. Aber passend zu US-Regierungshandlungen, die nicht kommentiert werden. Gab es eine Frage zu Nord Stream 2? So wurde die Frage angefangen. Und zwar ging es um die Gasrichtlinie, also diese LNG-Flüssiggas-Terminals. Daraufhin wurde dann... Das ist noch was anderes. Das sind zwei Themen. Ja, danke. Jetzt machst du den Regierungssprecher. Jetzt müsste ich eigentlich lachen.
weil nachdem der Regierungssprecher dann klargestellt hat, dass die Gasrichtlinie nichts mit Nord Stream zu tun hat, gab es Gelächter bei den Journalisten. Das ist echt selten. Ja? Also ja. Nein, ich habe nur gesagt, dass das Flüssiggas ist was anderes als Nord Stream. Ja, ist es ja auch. Eben, sozusagen in einem Satz erwähnt. Ja, aber es gibt ja Leute, die munkeln, dass die Gasrichtlinie, also dass wir jetzt LNG-Flüssiggasterminals für US-amerikanisches Fracking. Das hat nichts mit der Gasrichtlinie zu tun. Natürlich nicht, aber das eine hat doch was mit dem, wenn man auf Nord Stream 2 verzichten will. Und die Versorgungssicherheit sicherstellen will, dann braucht man anderes Gas, weil Gas ja die Brückentechnologie ist. Ja. Nein, dann gibt. Nein. Aber das ist. Nee. Okay. Du kannst das, also du hältst das auch. Du sagst, das hat das eine überhaupt gar nichts. Also jetzt, dass das ein anderes Gas ist, technisch hat das nichts miteinander zu tun. Ja. Da sind wir schon auf derselben Seite. Ja. Auf derselben Seite. Aber hat das politisch irgendwas miteinander zu tun? Ich sag's mal so, bei Nord Stream 2 ist jetzt offenbar in Brüssel eine Art von Einigung erzielt worden, die nicht so richtig den Vorstellungen von Russland und auch der Bundesregierung entspricht. Das alte Nord Stream Projekt sah ja vor, Russland liefert sowohl das Gas als auch betreibt das ganze Ding. Ne? Da hat jetzt Brüssel gesagt, nein, Lieferung des Gases und Betrieb des Unternehmens, was das Gas liefert, das muss voneinander getrennt werden. Also das würde, wenn ich jetzt Schröder oder so wäre, würde mir das nicht so richtig passen. Und die Bundesregierung hätte es eigentlich lieber in einer Hand gehabt. So, das ist das eine, wo die Amerikaner sich freuen werden, sehr schön. Das schwächt vor allem die russische Position. Und das zweite ist, Altmaier gestern gesagt hat, und außerdem bauen wir zwei zusätzliche Terminals für Flüssiggasanlandung und das kommt aus den USA. Mhm. Und darüber freuen sich die USA dann wieder auf. Mhm. Ist das umweltfreundliches Flüssiggas aus den USA, Hans? Es gibt auch noch andere Interessen als Klimaziele, wurde klargestellt, als das Thema angesprochen wurde, dass das Flüssiggas aus den USA ja Fracking belastet und somit klimaschädlich ist. Mhm. Oder an sich umweltschädlich. Ja. Dann, es gibt auch andere Interessen. Dann ging es weiter mit E-Auto. Da hatte die Bundesregierung sicher das Ziel gesetzt, 1 Million E-Autos. Mhm. Allerdings irgendwie... Wann? Ich glaube bis nächstes Jahr. Ne? Bis Ende dieses Jahres. Oder? Ja, wir sind jetzt am Anfang des Jahres ja. Und es gibt schon 100.000 Anträge. Ja. Also 10% des Zieles sind schon erreicht. Du, ein guter Endspurt. Ja. Und zumindest gibt es da jetzt, wahrscheinlich, weil es so gut läuft, Förderung, also es gibt Pläne, die Förderung auch noch zu verlängern. Mhm. Ich glaube, das macht Sinn. Absolut. Aber vielleicht sollte man ja, wenn man schon E-Autos fördern will, vielleicht sollte man ja die Abschaffung von dreckigen Autos auch fördern. Ja, es gab in Deutschland ja mal sowas wie eine Abwrackprämie. Wir wollen es nicht übertreiben. Ja, ich sag ja nur, ja, nicht ja, nur mal, denk mal drüber nach. Mhm. Hast du einen Topf mitbekommen? Was? Hast du das mit dem 600 Millionen Euro Topf mitbekommen, der einfach nicht abgerufen wird? Habe ich ja gefragt dazu. Ja, haben wir doch gerade drüber geredet. Dass es das Ziel war, 1 Million Autos geben sollte, aber erst 100.000 Anträge gab. Also egal wie groß der Kopf ist. Topf. Egal wie groß der Kopf ist, dann muss halt die Nackenmuskeln mithalten. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Okay. Dann gab es eine Frage zu Antisemitismus und die Antwort ist dann ab jetzt schon seit längerem bei der Regierung immer, dass es dafür einen besonderen Beauftragten gibt. Ja. Ja. Also war das das Ziel quasi, dass man jetzt einfach zu dem Thema gar keine Fragen mehr beantworten muss, sondern immer auf diesen Beauftragten verweisen kann? Falls das Ziel war, herzlichen Glückwunsch, erreicht. Dann ging es weiter mit Bienen. Also da gab es ein Volksbegehren. In Bayern. In Bayern. Und zwar was gegen das Insektensterben zu machen. Ja, der Kern ist, dass 10% der bayerischen Flächen sollen als, ich glaube, Blühwiesen heißt das. Nein. Bitte?
ausgleichen. Mehr, viel mehr. Die 10% der bayerischen Bevölkerung musste den Volksbegehren. Ja, das auch. Also, mehr als. Ist auch egal. Wir bauen das ja auch nicht auseinander. Droseln gibt es ja genug. Also auf jeden Fall gab es manche sagen erstaunlich, ich würde sagen erfreulich hohe Zustimmung zu diesem Volksbegehren. Und nun muss Herr Söder da reagieren und eigentlich die Bundesregierung auch. Weil Artenvielfalt, Insektenschutz. Das grundlegende Problem ist, dass man natürlich dann die Landwirtschaft umstellen müsste. Ja. Und deswegen gab es dann eine Frage ans Landwirtschaftsministerium, also Frau Klöckners Ministerium. Das ist die, wo die Wissenschaftler nicht mitmachen wollen bei den Diabetesgesellschaft. Habt ihr richtig gut, begrüße ich. Ne? Was Frau Klöckner begrüßt, ist dieses, also sie begrüßt einfach alles, hat sie gesagt. Ne? Und dann ging der Buhmann raus an Verkehr und Urbanisierung, also Whataboutism nennt man das, glaube ich, im Englischen. Ist ja nicht nur die Landwirtschaft, die am Artensterben schuld ist. Ja, genau. Wir begrüßen das. Und was mit den anderen? Ja. Was mit den anderen? Der Buhmann sitzt im Landwirtschaftsministerium und der Buhmann ist eine Frau und heißt Julia Klöckner. Darf man eigentlich Minister als Witzfiguren bezeichnen? Je nachdem, wenn sie es verdient haben. Ja. Okay, dann gab es noch ein paar kurze Rausschmeißer-Themen, da wurde nicht so lange drüber geredet. Betriebsrenten, Vorratsdatenspeicherung, Grundrente und Telekommunikationsgesetz. Ja. Ein reicher, bunter Themenstrauß, ein klassischer Mittwoch. Ein bunter Blumenstrauß von der viel zu kleinen Blumenwiese. Mhm. Willst du schon mal teasen, was Sonntag ansteht? Am Sonntag haben wir den Minister im Interview. Ah. Das reicht. Ja, der Minister. Wow. Ja. Der ist zwar jetzt nur in Anführungsstrichen Bundestagsabgeordneter. Also der Ex-Minister. Thomas de Maizière. Wie war das? Thomas de Maizière. Ich verstehe dich nicht. Sag mir noch mal ins Ohr. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money. I want more money. I don't even know why.